Und hallo zurück bei Civilization 1, der Chariot Challenge, also die mir selbst aufgelegte Aufgabe in Civilization 1, die ganze Welt mit einer Einheit Streitwagen zu besiegen. Und ja, da ist doch hier oben schon London entstanden, die Hauptstadt der Engländer. Und die werde ich dann gleich mit dieser Einheit Streitwagen, die ihr hier seht, dann eben angreifen. Mit diesen Pferdchen, mit dieser Kavallerieeinheit, die ich dann noch in einer Hütte gefunden habe, werde ich einfach nur so ein bisschen die Welt erforschen und diese Hütten hier aufsuchen. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt eine Wissensrolle gefunden, also wo halt Technologien drinstehen können und sowas. Ja, und jetzt wird mir hier Diverses gesagt von wegen, hier mit Siedlern kannst du dies und jenes machen. Das ist mir alles egal, ich will doch einfach nur losschlagen. Und das werde ich auch im von jetzt aus nächsten Spielzug tun. Mein Streitwagen steht direkt vor London und ihr Briten, ihr könnt mal echt, sprecht euer Gebet, echt. Das wird nichts mit euch. Ich würde sagen, Angriff. Übrigens, wie gesagt, mein Let's Play kann an dieser Stelle vorbei sein, weil ich mir vorgenommen habe, die Welt mit einem Streitwagen zu besiegen. Wenn der Streitwagen jetzt zerstört wird, dann no, war es das. Also, haltet mir die Daumen. Ich hab's geschafft. Und London ist gefallen, da gehen meine Soldaten. Allerdings habe ich die Stadt bei meinen Angriffen so dezimiert, dass überhaupt nichts davon übrig geblieben ist. Abgesehen von einem Gold, was ich natürlich nehme. Aber das bedeutet, dass jetzt die englische Zivilisation zerstört ist. Hervorragend. Wir wissen schon, es gibt außerdem noch Russen im Spiel. Die habe ich schon getroffen. Mit ihrem schmeichelhaften Stalin als Anführer. Hier werde ich einfach mal meine zweite Stadt hinsetzen. Und auch die werde ich befestigen. So. Gut. Du Pferdchen gehst jetzt gleich in diese Hütte. Der Streitwagen vermeidet das besser. In diesen Hütten können nämlich auch Barbaren auftauchen, die einen dann angreifen. Und da wäre es mir echt lieber, meinen Streitwagen nicht deswegen zu verlieren, sondern wenn schon, dann im Kampf gegen den Gegner. Und ah ja, das hatte ich noch gar nicht. Genau, hier habe ich noch meinen Palast, den ich aufbauen kann. Das ist in anderen Civ-Spielen eben mal so ein bisschen anders gewesen, aber ja, vom Grundprinzip ist es immer das Gleiche. Wenn das Volk irgendwie ganz zufrieden mit einem ist oder man genug gewachsen ist, dann kriegt man eben die Möglichkeit, seinen Palast ein bisschen fortzubauen. Ach, Ägypter gibt es. Okay, auch interessant. Dann werde ich doch mal mit Ramses sprechen. Ist schon erstaunlich, dass Ramses und Stalin so gleichzeitig koexistieren und so. Aber ja, dann sagen wir doch einfach mal, nein, kein Frieden. Jetzt gibt er mir Töpferei dafür. Dann mache ich Frieden mit ihm. Das ist okay. Okay, und das war's dann schon. Ja, jetzt habe ich die Technologie von Ihnen. Also, ja, könnte ich eigentlich den Frieden auch direkt wieder brechen. Zum Angriff! Jawohl! Und Memphis ist gefallen. Das war aber nicht ihre Hauptstadt. Ihre Hauptstadt ist Theben, die ist in Afrika, also sprich hier irgendwo. Insofern, da werde ich bei späterer Gelegenheit vorbeischauen. Aber ich glaube, der vordringliche Feind sind die Russen. Nicht, weil ich was gegen Russen hätte, sondern weil die sich grundsätzlich als schwieriger Gegner selbst auf einfachstem Schwierigkeitsgrad herausstellen können. Und deswegen gehe ich doch einfach mal dahin, wo die Russen beheimatet sind. Autosave. So. Und die Russen dürften hier irgendwo sein. Da, ne? Ne, da ist Leningrad. Okay. Also sprich, da ist jetzt schon die zweite Stadt entstanden. Nein, nein, ja. Okay, dann bereite dich auf den Krieg vor, denn mein Todesstreitwagen
wird den Frieden brechen. So, ihr seht, der Streitwagen ist eine relativ potente, ich möchte sagen potente Einheit. Und deswegen, häufig genug funktioniert es, wirklich mit einem Streitwagen sehr viel Platz zu machen, bevor er selber dran glauben muss. Und deswegen bin ich doch ganz gespannt, wie es dann hier weitergehen wird. Ach Moment, jetzt könnte da die russische Miliz in meine unbefestigte Stadt reingehen. Naja, ich lasse mal gerade noch ein bisschen drauf ankommen. Die kann sich nämlich nur ein Feld pro Spielzug bewegen. Ein Spielzug ist nachher dann immer ein Jahr, aber im Moment sind wir in der Zeit, wo, ich glaube, 20 Jahre pro Spielzug vergehen. Wir sind noch weit im vorchristlichen Bereich, nicht, dass da Christen irgendwie eine Wichtigkeit hätten, aber ja. Ah, Moment, jetzt wollte ich da hingehen, das konnte ich aber nicht, weil eine russische Phalanx mir den Weg versperrt hat. Aber durch einen Glitch sehe ich jetzt schon, es gibt die Stadt Leipzig, das heißt, es sind auch Deutsche im Spiel. Okay, dann umgehe ich Leipzig eben ein bisschen und versuche, meinen Marsch auf Moskau auf anderem Wege fortzuführen. Oh, Moment. Da muss ich mal gerade hin. Ja, okay, Moskau dürfte sich hier so befinden, also habe ich da gerade einen kleinen Kreis drum gedreht. Das war dann nicht so geschickt. Okay, Siedler. Und die Phalanx befestigen wir in Bombay. So. Also, so ein bisschen könnt ihr ja inzwischen vielleicht die Karte ausmachen. Ne? Hier haben wir den indischen Subkontinent, Südostasien. Hier wäre eben China gelegen. Hier ist so die weite sibirische Weite. Hier haben wir das Kaspische Meer, hier wäre dann das Schwarze Meer. Insofern, wenn ich jetzt direkt nach Osten gehe, dürfte ich direkt vor Moskau stehen. Oder auch nicht. Habe ich was verpasst? Nein, da ist Moskau. Okay, alles klar. So, Moskau ist eine Level-3-Stadt, das heißt, die ist schon gar nicht mal mehr so klein. Und wieder ist der Moment gekommen, wo mein Let's Play jetzt beendet sein könnte. Insofern drückt mir die Daumen. Oh, die haben Phalanxen. Ah, okay, die Stadt ist unbefestigt und nur noch Level 1. Das heißt, ja, sie dürfte gleich das Zeitliche segnen. Jetzt ist sie aber neu befestigt. Wahrscheinlich wurde schnell eine neue Einheit gekauft, die dann die Stadt verteidigen soll. Ich hoffe, dass der Streitwagen dem standhalten kann. Jawohl, die Russen sind beseitigt. Eine Sorge weniger, das heißt, ja, jetzt ist auch die russische Phalanx, die hier noch stand, verschwunden. Einfach weil es keine Städte mehr gibt, die russisch wären. Insofern, ne? So funktioniert das. So, jetzt kann ich auch mal mit den Deutschen sprechen. Und anders als bei den Russen haben sie es also zumindest ein bisschen schmeichelhafter bei den Deutschen hingekriegt. Sie haben jetzt nicht die offensichtliche Lösung gefunden, um einen Anführer für die Deutschen dorthin zu stellen, sondern es ist Friedrich der Große. Finde ich auch nett, wie er dort in voller Prachtmontur preußischer Herkunft da steht, mitten in der Steppe mit seinen paar lanzentragenden Beratern. Aber okay, da haben wir ihn. Ich würde sagen, ja, lächel uns an und biete uns Frieden an. Ich würde sagen, nein. Ah, guck, und er gibt uns jetzt die Technologie, Begräbnis. Und deswegen mache ich doch mal Frieden. Hier gibt es dann wieder den einführenden Text und dann die Sachen, die ich damit machen kann. Tempel bauen, das wird halt relativ früh, relativ wichtig. Ja, und das war unser Gespräch. Wenn hier Leipzig ist, also Berlin wird nicht weit weg sein. Das ist vielleicht gar nicht mal so geschickt von ihm, seine Städte so direkt nebeneinander zu bauen. Ja, da kann ich natürlich nicht hingehen. Also ich glaube, an Leipzig führt gerade kein Weg vorbei. Wer ist so blöd und baut seine Städte direkt hintereinander, nebeneinander? Jeder Civilization-Spieler weiß, die klauen sich gegenseitig die Ressourcen, diese Städte. Können natürlich bis zu einem gewissen Grade wachsen, aber bei weitem nicht so weit, wie wenn sie jetzt weiter auseinander wären.
Ist egal, zwischen diesen beiden Städten kann ich mich mal entscheiden und werde direkt Berlin angreifen und ja, habe wieder gewonnen. Ich merke, dass meine Hände ein bisschen schweißnass werden davon, dass wirklich jeden Moment dieses Let's Play zu Ende sein kann, dadurch, dass mein Streitwagen kaputt ist. Aber okay, es hat wieder gereicht. Berlin ist von den Indern befreit worden. ja, jetzt möchte der Deutsche mit mir sprechen. Okay. Was hast du mir denn zu sagen, Friedrich? Das sieht schon relativ grimmig aus. Da steht's auch. Oh, most untrustworthy leader of the Infidels. Bla bla bla. Achso, jetzt möchte er gerne 150 Gold von mir haben, damit er überhaupt weiter mit mir spricht. Und jetzt sieht er auch gar nicht mehr so freundlich aus. Seine Berater, die fletschen so die Zähne. Ich würde sagen, nein. Na gut, dann gibt's wohl Krieg. Werde ich gerade noch aushalten. Oh, da wurde mein Streitwagen sogar angegriffen. Das ist was Neues. Okay, die haben einen Ausfall gemacht. Ich werde mal direkt angreifen. Sehe hier allerdings auch schon die nächste ägyptische Stadt herumstehen. Das ist natürlich auch mal ganz interessant. Die werde ich dann gleich natürlich mit dem Streitwagen einnehmen. Aber bis dahin erstmal Leipzig. So, das war's mit den Deutschen wahrscheinlich, ne? Ja, genau, das war's. Okay, an dieser unbefestigten Stadt kann ich mit der Kavallerie vorbeireiten. Das ist kein Problem, weil da keine Einheit ist. Das hier ist Theben und das ist die Hauptstadt. Oryx dürfte die dritte Stadt sein. Memphis war die zweite. Also ja, insofern, die haben sich auch schon ein bisschen ausgebreitet, aber nicht so viel. So, was möchte denn Ramses von mir? Auch er findet mich untrustworthy. Möchte mit mir ein bisschen Wissen austauschen, aber jetzt möchte auch er 150 Gold haben, damit er überhaupt mit mir weiterredet. Nein! So einfach ist das. Ich weiß ja, hier würde sich jetzt noch ganz Westeuropa anschließen, hier oben auch Nordeuropa, aber davon, dass hier die Deutschen gewesen sind, weiß ich zumindest schon mal, hier gibt es die Franzosen nicht, so wie sonst. Die werden jetzt irgendwo anders auf der Welt gespawnt sein. Und dadurch, dass es hier die Russen gegeben hat, gibt es hier die Römer nicht. Auch die teilen sich dann nämlich eine Farbe miteinander. Auch die werden irgendwo anders auf der Welt jetzt gerade auftauchen. Ist relativ unrealistisch, dass sie dort auftauchen, wo sie auch normalerweise spawnen würden. So, Oryx ist dann schon mal mit meinem Streitwagen eingenommen. Ich kann auch Mystizismus von denen lernen. Okay, sehr schön. Ausgerechnet ich als Inder lerne von denen Mystizismus. Okay, und ich würde sagen, jetzt beginnt der Marsch auf Theben. Vielleicht ist die Zeit des Redens vorbei, aber ach. Komm, eine Chance geben wir ihm noch. Ach was, nein. Komm. Krieg. Ich muss sagen, ich habe selten so aggressiv gespielt, aber ja. Und mal wieder kann das Let's Play zu Ende sein. Aber ich hoffe darauf, dass ich in diesem Zug die Ägypter beseitigen kann. Zack. Zack. Okay. Und ja, neuer Zug. Sie haben wieder eine Einheit in die Stadt gekriegt. Zack. Das war's mit den Ägyptern. Prima. Und jetzt werden irgendwo die Azteken aufpoppen, die dieselbe Farbe haben wie die Ägypter. So langsam solltet ihr das vielleicht gemerkt haben. Gut, dann treffe ich doch direkt auf die Zulus. Hier, das läuft ja wie am Schnürchen, einer nach dem anderen. Ja, das ist der Zulu-Anführer Shaka. Ich mag das, dass hier immer unterschiedliche Bilder dann unten zu sehen sind und die Schriftart hier auch eine andere ist als bei den Ägyptern und so. Das gibt eben noch so ein bisschen zusätzlichen Kick. Ich frage mich gerade, was mit seinen Augen los ist, ob er irgendwie irgendwas Schönes geraucht hat oder wie auch immer. Das frage ich mich mal nicht zu lange. Ich werde jetzt einfach erstmal ablehnen. Er sagt jetzt, er würde mir 100 Gold geben, damit ich Frieden mit ihm mache. Aber wenn er schon so weit geht, Reject Offer, nee. Jetzt will er Krieg mit uns führen. Ist okay. Schade. Aber ich komme anders an sein Geld. Das ist alles okay. So, Bombay hat Siedler gebaut. Bombay kann jetzt,
was weiß ich, die Pyramiden bauen. Hauptsache, ihr seid erstmal beschäftigt da. Ja, oder hier, Granary, also einen Kornspeicher, damit die Stadt schneller wächst. Ja, ihr. Das Gute ist, man kann Einheiten den Befehl geben, irgendwo hinzugehen, und dann machen die das Pathfinding-mäßig einigermaßen selbst. So. Oh ne, in diese Hütte gehe ich nicht mit dem Streitwagen. Ah, in diese Hütte gehe ich aber mit dem Pferdchen. Und jetzt weiß ich auch, wie Eisen funktioniert. Die Reihenfolge, in der ich gerade die Sachen erfinde oder erfahre, ist ein bisschen komisch. Aber na gut. Das hier ist nur eine Siedlereinheit, die werde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Streitwagen angreifen, zumal sie einen Verteidigungsbonus auf dem Urwald hat, wo sie draufsteht. Ja, aber ich muss dann halt einen Weg drumherum finden. So. Ja, was sagst du denn, Zulu? Die wollen erstaunlich schnell wieder mit mir reden, ne? Wahrscheinlich will er Frieden haben. Nein. Ach, diesmal nehme ich mal das Friedensangebot an. Mit 100 Gold bin ich dann schon relativ zufrieden. So, auch hier kriege ich wieder 50 Gold. Also, ich habe im Moment kaum Ausgaben. Und dafür habe ich aber relativ viele Einnahmen. Das ist schon ganz nett. So, die Weiten der Sahara werden erforscht. So, was haben wir hier für eine Stadt? Das ist Ulundi. Ulundi ist, wenn ich jetzt das gerade richtig weiß, die zweite Stadt der Zulus. Also, Attacke. Ja, prima. Hat wieder geklappt. Ich bin also zunehmend nervös, was die Gesundheit meines Streitwagens betrifft. Denn es ist auch nicht so wie in späteren Spielen von Civilization, wo dann eine Einheit irgendwie zunächst nur dezimiert wird oder sowas. Nein, der Streitwagen ist entweder da oder er ist weg. Und insofern ist er immer noch da. Okay, prima. Ulundi ist gefallen und ich denke, als nächstes ist dann auch die Hauptstadt der Zulus dran. Ich bin gerade nicht sicher, sie könnte Simbabwe heißen oder sowas, aber genau, das sehen wir dann später. Ah, da sehe ich doch schon eine Straße. Das, was ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht habe, was zu Civilization immer dazugehört, eben auch Straße und Bewässerung und sowas errichten. Da ist Simbabwe auch wieder sehr nah an Ulundi dran gewesen. Frag mich nicht, warum die gerade so nah aneinander bauen alle. Mein Streitwagen ist nur noch auf 2/3 seiner Stärke. Dann werde ich mal bis zum nächsten Zug warten mit dem nächsten Angriff. Ach, jetzt ist Deli fertig mit dem Koloss. Ich habe ihm noch extra was gegeben, was lange dauert. Mist. Da muss ich mir ja wieder was Neues aus den Fingern saugen. Auch ihr baut dann erstmal einen Kornspeicher. Zack. Und Simbabwe ist eingenommen. Das erste Mal, dass eine Stadt groß genug war, dass nach dem Angriff noch was übrig geblieben sind. Nämlich genau 3 Zelte. Ja gut, die Soldaten, die da jetzt vorbeimarschieren, die dürften erstmal reichen für diese Zelte. Ah ja, und eine Kornkammer. Aber genau, das war's mit Simbabwe. Und damit ist auch die Zulu-Zivilisation von mir zerstört worden. Ja, ich habe einen ganz schönen Rhythmus drauf. Ich würde sagen, da der Rhythmus jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen gebrochen wird, werde ich diese actiongeladene Episode beenden und ja, hoffe euch bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu können, wenn es wieder heißt Civilization 1, die Chariot Challenge. Bis dahin, ciao!